Hallo, mein Name ist Tobias und in diesem Video werden wir die Jetty-Komponente verwenden, um HTTP-Aufrufe entgegenzunehmen. Die HTTP-Aufrufe werden dann durch unsere CAML-Route verarbeitet und wir werden den HTTP-Status-Code, der dem Aufrufer zurückgegeben wird, beeinflussen können. Im Routendiagramm werden wir hier also den File-Consumer durch einen HTTP-Consumer ersetzen. Im Code ist das relativ einfach, denn in unserer Route hatten wir ja bereits den Jetty Producer verwendet und auch die Jetty Dependency in der POM hinzugefügt. Was wir jetzt machen, ist, dass wir einfach noch den File Consumer hier durch den Jetty Consumer ersetzen. Schreiben also Jetty HTTP Doppelpunkt slash slash 0000 8081 Orders. Und das heißt, dass die Jetty-Komponente den Port 8081 öffnen soll, und zwar auf allen Netzwerkkarten, die dieser Rechner besitzt, und alle Requests, die auf slash orders eingehen, dann diese Route hier triggern sollen. Gut, jetzt ist es so, dass der HTTP-Consumer ja auch ein Ergebnis zurückgeben muss. Denn HTTP ist ja ein Protokoll, was Requests und Responses besitzt. Das heißt, Anfragen und Antworten. Und die Frage ist, was wird hier als Antwort verwendet? Und da ist es so, dass in CAML immer der Zustand der Nachricht am Ende der Route verwendet wird, um die Antwort zu produzieren. Und in unserem Beispiel ist es so, dass wir hier oben ja unsere erste Route haben und unsere erste Route endet, nachdem die Nachricht an ActiveMQ geschickt wurde. Und danach wird also diese Nachricht als Antwort wieder an den Empfänger zurückgeschickt. So, und was wir jetzt noch machen wollen, ist, dass wir den Statuscode hier beeinflussen. Und das heißt, wir bauen in der Route einen weiteren Schritt am Ende ein, indem wir einfach den Statuscode setzen, HTTP Response Code, und den setzen wir mal auf konstant 204. Und was 204 bedeutet, das kann man sich hier zum Beispiel in der HTTP 1.1 Spezifikation mal nachlesen. Ich kann nur empfehlen, dass wenn man diese Statuscodes verwendet, dass man auch mal die Spezifikation gelesen haben sollte. Ja, das war's. Wir müssen jetzt noch eine Kleinigkeit machen, und zwar müssen wir diese ActiveMQ-Komponente, die verändert jetzt leider hier ihr Verhalten, dadurch, dass wir hier nicht mehr mit dem File-Consumer ankommen, der nur Dateien reinliest, sondern dass, weil wir mit dem Jetty-Consumer kommen, der Dateien reinliest und auch Antworten produziert. Und da ändert jetzt die ActiveMQ-Komponente ihr Verhalten, was jetzt bei uns nicht mehr passt. Deswegen müssen wir hier in Only schreiben. Warum das jetzt exakt der Fall ist, das geht leider über die Videos hinaus. Dazu haben wir eine CAML-Schulung, die wir anbieten, wo wir, sag ich mal, genau auf die Thematik dieser Videos und noch viele Details mehr eingehen. Das nehmen wir jetzt also mal so hin. Und jetzt teste ich die Route. Ich starte also CAML. Das ist hochgefahren und Jetty ist hier auch gestartet. Und jetzt nehme ich, wie gehabt, Postman und schicke einen Request an HTTP Localhost 8081 Orders. Wir machen hier einen Post-Request, damit wir auch Daten hinschicken können. In dem Body, den wir hinschicken, da wähle ich hier Raw, da schicken wir jetzt genau die Nachricht hin, die wir bisher in der Datei hatten. Und das heißt zum Beispiel diese hier, die kopiere ich jetzt hier mal rein. Dann muss ich noch angeben, dass es sich hierbei um JSON handelt. Jetzt ist das korrekt und jetzt kann ich mal auf Send klicken. Und jetzt können wir mal gerade in die Route gucken. Und die Route arbeitet hier jetzt tatsächlich schon. Und wenn ich jetzt wieder in Postman gucke, dann sehen wir hier unten, dass wir einen Statuscode 204 zurückbekommen haben. Und das heißt, das hat funktioniert. Ja, soweit viel dazu. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann an, was passiert, wenn der Benutzer hier eine ungültige Adresse angegeben hat und was er dann zurückgeben wird.
Dann bis zum nächsten Mal.